So, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Tomb Raider. Ich bin der Lord Langster und wie immer freue ich mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir sind hier immer noch in dieser blöden Slumstadt, die mir ganz schön viele Nerven kostet, weil es hier doch relativ anspruchsvoll jetzt wird mit den ganzen Kämpfen, die wir hier austragen müssten. Wir werden uns jetzt hier nicht allzu lange aufhalten. Was wir auf jeden Fall machen ist, ach guck mal, jetzt sind hier die Geocaches eingezeichnet. Hä, warum das denn? Aber hier sind doch 15 Stück, denke ich. Jetzt sehe ich hier nur eins, zwei und ja, die Schätze und die Dokumente. Ja, das will ich eigentlich alles haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal erstmal direkt auf der linken Seite gucken. Wahrscheinlich irgendwo da oben, wo wir noch nicht hinkommen. Was ist los? Jetzt schon los oder was? Oder wenn ich mich hier so langsam bewege, dann wäre ich wahrscheinlich schon entdeckt, ne? Kommen wir denn da jetzt rüber? Gar nicht, ne? Stacheldraht, da kann man nicht drüber klettern. Es sieht zwar so aus, als könnte man da rumklettern, aber ich glaube, das kriegt die Lara nicht hin. Destruction müssen wir wohl wieder hier runter ins Dreckloch. Ne? Vielleicht gucken wir erstmal hier. So. Aber da ist auch nichts. Na, ist doch besser, als da in diese Gülle reinzurutschen, oder? Wenn wir hier so lang hüpfen. Und da könnte man. Nee. Da kann ich was aufschießen. Und da unten ist eine Box. Naja, haben wir direkt ein Tagebuch. Sehr gut. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker. Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Ja, das ist das fünfte von sieben Tagebücher eines Wahnsinnigen. Messias hat einen Kult wahrhaft Gläubiger geschaffen. Wie könnte man moralischen Verfall und Gewalt besser rechtfertigen? Würde mal interessieren, wie lang der Messias jetzt eigentlich schon hier ist. Ob der jetzt schon irgendwie ungewöhnlich lange lebt oder so. Könnte ja sein, ne? Wäre ja ein Indiz, dass er vielleicht selbst schon irgendwelche seltsamen göttlichen Kräfte besitzt. Aber er dient ihr ja nur, ne? Aber als Diener könnte man ja auch ein seltsames langes Leben und komische Kräfte haben, ne? Wer weiß. Mein, die Sonnenkönigin kann wahrscheinlich auch nicht damit rechnen, dass jeder, der auf dieser Insel landet, ihr ergeben ist, ne? Die muss ja auch irgendwie nehmen, was kommt. Irgendwie so, zumindest. So, wir hüpfen nochmal rüber, bevor wir hier ausrutschen. Aber so wie es aussieht, schicken sie mich da durch die Drecksjauche. Können wir
probieren, dass wir von da drüben besser hinspringen können, ne? Es tut mir jetzt schon leid, die arme Lara da in den Dreck hineinspringen zu lassen, zumal wir immer noch ein paar offene Kratzer und Wunden haben. Das wird sie nicht schaffen. Voll Teufel. Oh mein Gott. Will! Ab. Warum fallen die denn alle vom Himmel? Da haben wir sie wieder, den Fackeltrick. Ne? Kennt er ja alle schon. Hä, was meint der jetzt? Der hat doch nur die komische Fackel angemacht. Irgendwas scheint auf dem Turm passiert zu sein, ne? Dass da die ganzen Leute runtergefallen sind. Lara, hier oben! Grim! Du bist entkommen! Ich kann nicht halten! Komm rauf! Wir müssen die anderen holen! Okay, ja, gleich. Lara, schwing dein Hintern hier rauf! Naja, mach ich schon. Erstmal gucken wir hier. Hin. Ich hätte gern bessere Höhenkennzeichen hier. Ja, hoffentlich verarscht er mich nicht. Wir müssen die anderen retten. Wer ist denn das? Ist das einer vom Captain? Sie versteckt sich. Ach, das holt sie raus. Kommt ist der schon. Captain selber. Da oben ist so ein... Wie hieß das Ding? Keine Ahnung. Ja, da komme ich jetzt noch nicht dran, ne? Ich komme da halt noch nicht rüber, verdammt. Und hier gibt es verflucht viel Munition. Das heißt, hier geht bestimmt gleich wieder was ab. Das ist aber gut. Jetzt hör mal auf hier. Mich zu bewerfen.
Scheiße, 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 scheiße. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich treff den nicht. Sollten wir hinbekommen. Schon unterwegs. Okay, okay, okay. Müssen wir hier jetzt die Seile nehmen. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Habe ich ja relativ souverän gemeistert gerade. Kann ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen. Hätte gedacht, hier sterbe ich erstmal wieder ein paar Mal. Na, so. Guck mal, wir haben schon wieder 676. Wir haben es doch gerade erst beim letzten Feuer haben wir doch die ganzen Punkte ausgegeben. Wisst ihr noch? Steht das nächste. Wo das letzte ist, müssen wir noch herausfinden. Ah, jetzt kommen wir also darüber. Ich bin auf dem Dach, aber hier blinkt eigentlich nichts. Aha, was gibt's denn da? Hätte ich auch fast übersehen hier. Ach, da ist das nächste Fundstück. Hab ich das Schwein jetzt verjagt? Hm. Scheiße. Ah, gibt's. Da ist es. Ah, der letzte Fall war ein bisschen unnötig. Habe ich jetzt gar keine Erfahrungspunkte bekommen? So, vielleicht liegt hier noch ein Geocache irgendwo rum, ne? Eieieiei. Das sieht ja schon ein bisschen pervers aus. Was machen denn die Leute hier mit dem Zeug? Ich glaube nicht, dass das die Sonnenkönigin irgendwie glücklich machen würde, wenn man einen Elch hier so ekelhaft ausstellt. Warum ist das so versteckt? Gibt's hier nichts? Sehr komisch. Das sind bestimmt wieder Dornenbüsche, ne? Zack, komm ich nicht rein. Ja, entschuldige Lara, aber sowas härtet dich nur ab, ne? Da unten. Komisch auch nicht, nein. Eine Kiste, okay. Da geht's auch hoch.
ne, guck mal, jetzt sind wir hier so. Ah, eigentlich wollte ich da hoch. Oh. So viele Wege schon wieder. Alle Wege führten wahrscheinlich nach Rom, aber wir müssen ja alles ablaufen, wenn wir hier das Zeug alles finden wollen. Muss ich nochmal runter, weil jetzt habe ich das Fundstück nicht mitgenommen. Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Wahnsinn. So, Hühnchen. Ja, ein Geocache habe ich jetzt nicht gesehen, ne? Aber es ist ja eigentlich hier auch keiner eingezeichnet. Können wir jetzt wahrscheinlich weitermachen. Upsasa. Warum hat denn das jetzt so lang gedauert? Ekelhaft, genau. Verbrenne! Nicht, dass wir hier noch irgendeine Seuchenkrankheit übertragen. Oh, ich hab nur noch einen Pfeil oder was? Shit. So, da runter wollen wir nicht. Wollen wir jetzt nochmal da auf den Turm oder wollen wir hier jetzt hoch? Ich guck hier nochmal schnell. Seil. Hier wollte ich halt auch nochmal hin, weil hier liegt nochmal Pumpgun-Munition. Wenigstens etwas. Jetzt könnten wir da nochmal runterrutschen, aber das bringt mir nichts. Aber hier sind nochmal Pfeile. Ach so, nee, das heißt nur, dass ich nur einen Pfeil laden kann, was ja auch wieder Sinn macht, ne? Jetzt habe ich das erst gecheckt. Ja, doch, schon. Oder noch mehr wie ein Pfeil. So. Warum könnten wir darauf? Bringt mir doch gar nichts. Lol, wo kam der her? Wo kam der her? Wo wird denn das da rot? Achso, weil ich die Deckung wegbrennen kann. So, was haben wir denn da? Wenn wir da rüberkommen, da müsste noch mal ein Geocache irgendwo liegen und eventuell ein Schatz. Ein Schatz! Ein Schatz!
stürmen da mal nicht rein, oder? Wir machen das hier mal ganz langsam. Ja, dann. Das ist die Frage, aber eigentlich dürfte ich hier wieder hochkommen, ne? Komm schon, Geocache, komm schon! Voll unnötig hier hinzugehen. Ups, was? Aber jetzt. Und ups. Und mal wieder ein Opfer. Ganz nackig. Geht ja eigentlich, ne? Ah, da haben wir auch noch einen Schatz. Sehr gut. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Wenigstens geht es jetzt mal wieder ein bisschen flotter voran als in den letzten Parts, oder? Und mich freut es. So. Na, dann können wir jetzt weiter hoch, ne? Feuer. Ein Feuer. Du kannst dich nicht verstecken. Aber du scheinbar schon. Wo bist du denn? Ja, ich muss ja eh da runter, ne? Da habe ich schon das nächste. Wie heißt denn das Ding schon wieder? Dieses Ding, womit man da so einen Luftalarm auslöst. Alter, wie lange will der noch leben?
Nein! Oh! Oh, ich habe mich so gut gehalten. Oh, hier sind wir jetzt. Habe ich wenigstens den ganzen Krempel? Ja. Oh, fuck. Ich war doch eigentlich gar nicht schlecht jetzt. Die Outsiderin ist hier! Warum die andere? Da nicht so gut. Oh Mann. Also nochmal darüber. So, jetzt haben wir schon mal die Hälfte wenigstens. Das können wir schnell mitnehmen. Schalldämpfer. Warum heißen die denn Schalldämpfer? Das ist doch irgendwie fehlerhafte Übersetzung, oder? Die heißen doch niemals Schalldämpfer. Müsste man mal Vicky fragen. Kennt sich damit jemand aus? Wegen der Kühlbox oder was? Könnt ihr mich veräppeln? Jetzt könnte ich hier die Runde nochmal neu starten, oder wie? Nee, danke. Das wollen wir nicht. Aber ist halt irgendwie schon cool, wie alles miteinander verknüpft ist, ne? Das haben die ja damals bei der Spielentwicklung gesagt, dass die sich da so ein bisschen an Super Metroid und Zelda und so orientieren wollten, was das Gameplay angeht, und das ist denn schon irgendwie ein bisschen gelungen. Das gefällt mir. Boah, jetzt geht's hier aber Schlag auf Schlag. Guck mal. Bestimmt in dem anderen Teil, in dem ersten Teil dieser Scheiß-Schlammstadt, ganz viele Geocaches liegen lassen.
Tagebuch. 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, landeinwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Oni-Wächter schützen und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Das sechste von 7 Tagebüchern eines wahnsinnigen Messias hat seinen Solari, hat seine Solari dazu gebracht, all das im Namen einer längst gestorbenen japanischen Königin zu bauen. Unglaublich. Ja, und er spricht hier von dem Schlüssel und natürlich glaubt er jetzt, dass Sam, also unsere asiatisch angehauchte Begleiterin, der Schlüssel ist, ne? Sie soll jetzt wahrscheinlich geopfert werden, um die neue Sonnenkönigin zu werden. Opferung heißt in dem Fall verbrannt werden. Ne? Ein zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Was? Da hat man draus getrunken? Da sind doch Löcher drin, oder? Oder sieht das nur so aus? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... also es sieht schon schön aus, aber... Kann doch kein guter Nutzen sein, dieses komische Ding. So, gut. Also wenigstens haben wir schon mal die Sammelgegenstände, also diese Kunstteile alle gefunden. Wo geht's denn hier hin? Weiter oder ich will jetzt schon noch mal hoch auf den Turm. Einerseits müssen wir den Kampf da noch beenden. Da wird man ja noch mal angegriffen und andererseits, warte mal, hier war noch irgendwo ein Feuer. Vielleicht setzen wir uns ans Feuer. Grab. Ach, gucke mal an. Ja, das nehmen wir noch mit, würde ich sagen, oder? Ein bisschen Zeit habe ich schon noch. Und dann kriegen wir eine neue Karte und... Oh Gott, da muss ich am nächsten Part Geocaches suchen, wa? Aber eigentlich haben wir jetzt alles, was die andere Karte aufgedeckt hat. Gut, okay. Dann... Weil ihr jetzt so geduldig hier bei einem weiteren Slumpar zugeschaut habt, geht's natürlich jetzt auch ins Grab. Was machen wir jetzt noch? Die sind ja eh nicht so groß, die Dinger. Die hieß ich ja jetzt erst. Das ist ja kein schöner Baumschmuck hier. Na dann. Gehen wir mal hinein. Ganz viel Sonnen aufgemalt. Viel Dreck in der Ecke, nützt uns nichts. Hier liegen überall halbe Torso. Was ist denn da passiert? Durch das Loch mal an. Das sieht ja voll unscharfe Texturen und so. Halbe Körper liegen da rum, also nur noch der obere Torso. Hier schon wieder. Ich glaube, hier lebt ein beinfressendes Monster drin. Oder unterleibfressendes Monster.
Natürlich merkwürdig, dass dieses Grab noch nicht geplündert wurde, wenn das hier direkt in der Stadt ist, oder? Von den Solari. Warum ist denn das jetzt so dunkel hier? Hallo? Oh, oh, sieht so aus, als rutsche ich hier ab, oder? Ja. Okay. Ich glaube, ich soll hier rüber, ne? Kriege ich so Bock auf einen neuen Tomb Raider Teil. Ah, hier kommt man wahrscheinlich zurück, ne? Ja. Okay. Ah, ganz schön düster und staubig hier. Was war das? Muss das so sein? Ist das normal? Voila, jetzt rennt sie wieder los. Muss dann nicht gleich die Fackel ausmachen. Okay. Da haben wir die Grabkammer. Oh, jetzt haben wir 37 Minuten. Kammer des Gerichts. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Ach, guck mal hier. Ein Podracer-Triebwerk. Nein, das ist natürlich ein Flugzeugtriebwerk, aber wahrscheinlich ist es doch genau das Gleiche. Ne? Aber trotzdem muss ich sagen, werden wir den Part hier ausklingen lassen. Weil sonst wird es wieder eine Dreiviertelstunde und eigentlich wollen wir ja die 40 Minuten immer machen. Und ich kann ja nicht hier immer Überlänge machen. Wir gucken hier nochmal rein, da gibt es irgendwie einen Ofen. Das sieht aus wie eine Lippe hier. Ja, müssen wir im nächsten Part mal rätseln, wie das hier funktioniert. Dann, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, hier haben wir noch einen Fertigkeitspunkt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich, um... Kaufen Sie einen weiteren um Fähigkeiten, um Rang 3 Spezialitäten, ja, bla 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 bla. Das machen wir. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. War ja doch wieder ein recht guter Part, was das Vorankommen angeht, ne? Es funktioniert nicht so gut hier. Kommentieren und lesen gleichzeitig. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen? Ja, das machen wir ja alles nicht. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen und zusätzlich Munition? Ja, das weiß ich nicht. Das kommt mir so vor, als brauche ich das nicht. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig und erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut.
Tierkadaver. Gut, das ist Tierkadaver. Also Tiere sind jetzt auch nicht so viele da, ne? Erhöht Stärke, ermöglicht ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Das klingt eigentlich ganz gut. Das nehmen wir mit. Vielleicht ist ja auch mein Nahkampf deswegen ein bisschen erhöht. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den höchsten Fähigkeitsrang freigeschaltet. Lara kann nun ihre beeindruckendsten Fähigkeiten lernen. Sehr gut. Und ja, jetzt haben wir die 40 Minuten voll. Dass die Kamera da immer so blöd ranzoomt, wenn man in dieses Menü geht. So, sieht's doch viel schöner aus. Hier machen wir dann also Schluss im Tageslager der Kammer des Gerichts und ja, freut euch auf den nächsten Part, lasst mir einen Kommentar da und ein Like wäre auch schön, wenn ihr möchtet. Und ja, macht's gut. Bye bye. Euer Längster.